Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Commentary von mir. Heute bin ich nicht alleine, ich habe zwei Special Gäste am Start, genannt Dr. Bexy, schließend aus Foxy und Ben. Ich finde, die beiden können sich einmal kurz selber vorstellen. Ja, fange ich mal an. Hi, ich bin die Foxy und Ben habe ich natürlich auch mitgebracht. Ja, hallo, ich bin der Ben. Ja, und Ben, erzähl doch mal kurz hier was zum Gameplay. Das ist nämlich sein Gameplay hier, das ist nämlich nicht von mir, falls jetzt irgendwelche Fragen kommen werden. Genau, das ist zur Abwechslung mal ein Public Gameplay auf Karpas Kanal sozusagen. Hatte ich hier erspielt, das ist Hardcore Herrschaft auf Nuketown mit, ja, mit der AN94. Das war aber noch vor dem Patch, wobei ich glaube, das macht aber in Hardcore gar nicht so den Unterschied. Meine Killstreaks waren hier Blitzschlag. Dann der Tarnhelikopter und die Hellstorm Missile, die gingen ganz gut ab auf Nuketown, definitiv. Endscore ist 98 zu 8, seht ihr dann auch am Ende, warum es nicht geklappt hat mit den 100, bloß ein bisschen bitter. Und ja, Perks und Aufsätze hatte ich dann, ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich das hatte, so die klassische Hardcore-Ausrüstung auf jeden Fall. Seht ihr ja sowieso im Video und soll es dazu auch schon gewesen sein. Ja, auf jeden Fall nehme ich hier Dr. Bexy gerne öfter mal dazu, da ich ja die beiden auch schon etwas länger kenne und wir auch so mehrmals so dieselbe Meinung vertreten und ich mich mit denen auch gut unterhalten kann. Auf jeden Fall möchte ich so ein paar Themen ansprechen, zum Beispiel mein Gewinnspiel, was ich momentan gestartet habe, wo ich ja vor kurzem Rino als Sponsor hinzubekommen habe und ja, da würde ich euch mal bitten, guckt euch mal das Video davor an. Das ist nämlich das Gewinnspiel. Das werde ich auch mal als Videoantwort posten. Da kann man nämlich 7 Dosen gewinnen und eine Rhino-Cap. Das finde ich ist auf jeden Fall mal ein cooles Gewinnspiel. Das gleiche habe ich auch auf Facebook. Und ich hoffe, ihr beide seid auch dabei. Na, logisch. Na klar. Easy. Auf jeden Fall haben wir eigentlich das Thema, was das eigentliche Thema heute ist, ist die Gamescom. Ich bin ja auf jeden Fall auch dort vertreten. Ich glaube, ihr beide seid nicht da. Oh, am liebsten würde ich noch spontan hinfahren, aber es könnte knapp werden. Bock hätte ich auf jeden Fall. Ja, Gamescom, muss ich sagen, ist nicht so meins. Aber vielleicht nächstes Jahr. Benjamin, du Spielverderber, ey. Ja, auf jeden Fall, wenn Dr. Bexy die 10k geknackt hat, sind sie jedes nächstes Jahr auch auf der Gamescom, habe ich gehört. Müssen wir ja. Das, ja. Also fleißig abonnieren. wie gesagt, Gamescom, ich bin am Start. Leider nicht mit komplett N7. War eigentlich geplant, ist aber nicht so ganz hingehauen, wegen Rocks Games auch. Auf jeden Fall bin ich mit Chief da. Und auch Deluxe, den einen oder anderen wird dann kennen aus meinen Videos. Mit dem machen wir eigentlich relativ viel. Und noch ein Real-Life-Kollege von Chief ist am Start. Ja, wo könnt ihr uns treffen? Weiß ich nicht. Wir sind eigentlich am Elgato-Stand, haben wir was geplant mit Elgato zusammen. Ansonsten sind wir meistens so zwischen den Hallen oder sonst irgendwas. Oder einfach mal auf Facebook gucken, da werde ich auch immer posten, wo wir gerade unterwegs sind. Da denke ich mal, ist das am besten. Und ja, quatschen wir mal über die Gamescom. Was habt auf jeden Fall spannend. Quatschen wir mal über die Gamescom. Was habt ihr denn da so Schönes zu sagen? Ja, ich war schon einmal auf der Gamescom, ist jetzt auch schon ein bisschen her. Ich erinnere mich ehrlich gesagt gar nicht mehr in welchem Jahr, aber ich schätze mal so 3-4 Jahre oder so dürfte das her sein. War eine spannende Angelegenheit. Als Messe-Babe. Bitte? Als Messe-Babe. Ja, natürlich. Ich stand da beim Need for Speed statt. Nein, okay. War auf jeden Fall eine witzige Erfahrung. Ich wusste nämlich nicht genau, was mich dort erwarten würde. Und es hat mich doch überrascht, was für Menschen da rumlaufen. Sagen wir mal, ganz viele verschiedene Typen von Menschen. Nein, nein, das war jetzt gar nicht abwertend gemeint. Da laufen Leute in Anzug rum, da laufen Leute rum, die sehen normal aus. Da laufen dann Leute rum, die wie in diesem bösen RTL-Beitrag wirklich dargestellt wurden. ja, und zum anderen natürlich auch ein paar Cosplayer, was ja auch immer mal ein Blick wert ist, wenn Leute da unheimlich aufwendige Kostüme gestalten und dort präsentieren. ja, ich würde sagen, ich bin da in eine ganz neue Welt eingetaucht und war... Ja, doch ein bisschen erstaunt, weil ich das so in dem Maß nicht erwartet hatte, was da alles so auf ein Jahr eintrifft. Ja, ich persönlich. Also, ja, erzähl ruhig. Ja, okay. Also ich muss sagen, ich war noch nie dort. Ich war zwar ab und zu mal auf einer Büchermesse, was ja ungefähr das war nicht ganz so groß Ben, ist, aber ey. Das ist ja irgendwo schon vergleichbar. Das war so klar, dass das von dir kommt, Bücherwurm. Und, da. Ja, aber passt auf, es ist halt, die Sache ist, ja, mich interessieren eigentlich so Informationen zu spielen, eigentlich nicht so. Bei mir ist es immer so, ich weiß jetzt schon, welche Spiele ich mir kaufen werde, eben Battlefield 4, Call of Duty Ghosts und FIFA 14.
Und wenn jetzt die Meldung kommt, FIFA 14, beschissenstens FIFA aller Zeiten, da kaufe ich mir das trotzdem. Und weiß ich nicht, und das ist immer so, weiß ich nicht, wenn ich gute Trailer sehe, dann kaufe ich mir die Spiele trotzdem nicht. Und deswegen informiere ich mich eigentlich auch fast gar nicht mehr über Spiele. Und da die komplette Messe quasi ja darüber handelt, plus dass man dann auch noch ewig anstehen muss, um irgendwelche Sachen mal sehen zu dürfen, was ich auch überhaupt nicht nachvollziehen kann. Bin ich da bisher auch noch nicht gewesen, aber ich denke mal, es ist ganz interessant, um andere Leute, zum Beispiel über YouTube, die man ja sonst nie trifft oder nie treffen würde, einfach dort mal zu treffen. Das ist, denke ich mal, ganz interessant, aber da ja kenne ich einfach noch nicht genug, sage ich mal so, über YouTube. Ja, du sagst zwar, du siehst die Messe nur als Informationsstand sozusagen, riesengroßen Informationsstand, aber ich sehe das eher so, dass man da so eher mal die neue Leute kennenlernen kann und treffen kann und auch neue Kontakte knüpfen kann. Das finde ich eher so Priorität Number One, als statt mich jetzt unbedingt über Spiele zu informieren. Weil das kann ich auch eh viel besser über Internet. Und warum sollte ich mich da auch jetzt 3 Stunden anstellen, um dann 10 Sekunden Trailer sehen zu können? Das lohnt ja nicht. Ja, das stimmt echt. Also ich genauso wie wenn sie T-Shirts in die Menge schmeißen und die Leute totprügeln für 2 Euro Call of Duty T-Shirt. Ja. Aber was du ja sowieso nicht tragen kannst, weil ich meine, du läufst doch nicht mit einem Call of Duty T-Shirt draußen auf der Straße. Täuscht dich nicht. Naja, lassen wir das einfach. Also, das war für mich auch ein ganz cooler Punkt an der Gamescom. Man hat dann da wirklich mal Leute getroffen, mit denen man schon ewig zusammengespielt hat. Ich glaube, ich habe da so einen ehemaligen Partnerclan von früher irgendwie getroffen und da kannte ich einige von denen schon 5 Jahre oder so. Koda. Den hat sie auch gesehen. Ja. Wen? Koda. Koda, ich habe ein Bild mit Koda. Ihr müsst wissen, Koda ist ein ehemaliger Kollege von Kappa, der immer dazu geneigt hat, wenn sein Opa ins Zockerzimmer kam. Also er hat wahrscheinlich bei seinen Großeltern gelebt und wenn er reinkam und was gequatscht hat und ihn abgelenkt hat, hat der ihn angeschrien und beleidigt aufs Böseste. Also das ist Koda. Es gibt übrigens auch ein Video auf meinem Channel davon. Also einfach mal ganz tief in meinen Channel reingehen. Ziemlich weit hinten bei den Videos ist das. Ja, der hat schon für einige Brüller gesorgt. War schon Highlight. Hier mal Grüße an Koda, falls er das Video sieht. Ja, genau. Nicht, oder mittlerweile Happy, oder wie er heißt. Das Gameplay geht jetzt so langsam zu Ende. Nochmal. Oh, Mensch. Aber ich denke mal, wir ziehen ein bisschen drüber. Ich werde dann einfach mal so ein paar Clips von mir dranhängen. Ich denke mal, das ist scheißegal. Also, chill weiter. Ja, das einzige Spiel, was ich damals auf der Gamescom gespielt habe, war, glaube ich, Halo Reach. Und das war richtig cool. Dann stehe ich da und spiele das. Und klar, ich spiele ja auch gerne Xbox, aber ich bin natürlich kein Überpro. Und da habe ich richtig, richtig gut gespielt. Da haben sich dann diese ganzen komischen Leute, die einen da mal reinlassen, haben so 3 Kerle hinter mir gestanden und gemeint, oh, du bist ja hammergut, die Beste, die wir heute gesehen haben. Am Ende wusste ich nicht, ob sie mich verarscht haben oder nicht. Ich hatte schon immer die beste Score von den ganzen Leuten, die da am Start waren. Ja, echt, hatte ich wirklich. Waren bestimmt so einarmige Banditen und so mit Augenklappe. Mann, Gabe, ey, ich erinnere dich an unser Halo 101. Nein, egal. Da habe ich ja immer gewonnen. Nein, okay. Aber doch, war schon ganz cool eigentlich. War ganz nett. Aber am besten eben, wie du schon sagtest, Kontakte knüpfen, Leute mal zu treffen, mit denen man vielleicht schon jahrelang zockt oder so. Das ist einfach dieser gesellige Teil. Und das fand ich ganz witzig. Wir sind dann natürlich auch feiern gegangen mit den ganzen Leuten und ja, war echt eine coole Sache. Ich finde, das macht halt so eigentlich so mehr oder weniger die Gamescom aus. Da hast du halt mal die Chance, mehrere auch mal gleichzeitig zu treffen. Wann hat man denn auch so mal die Chance, sich mit mehreren über Xbox Live halt zu treffen, halt so persönlich? Weil man ja eigentlich im Normalfall hunderte Kilometer auseinander wohnt. Na eben. Deswegen ist das mehr eigentlich so eine Sache. Deswegen finde ich dieses über Game informieren mehr so ein bisschen zweitrangig, weil du hast eh nicht so die Chance, Spiele wirklich richtig zu testen. Oder wenn, wie zum Beispiel bei COD oder sonst irgendeinem großen Kracher, musst du einfach mal 5 Stunden anstehen und das lohnt nicht. Außer du hast halt die VIP Pass. Ja. Mach ich auch nicht. Ja, das stimmt eben definitiv. Was ich mir aber auch gerade noch so überlegt habe, was vielleicht ganz interessant sein könnte, ist, wenn du einen Presseausweis hast, dann bist du ja quasi einen Tag eher auf dem Gelände. Dann ist quasi schon alles aufgebaut und die Standbetreiber, also sprich Publisher, sind auch schon alle da und die Mitarbeiter, aber da läuft halt kein Mensch rum. So, das heißt, du könntest halt ganz gut dich zum Beispiel an den Call of Duty Stand stellen und mal so ein, ja, ich weiß jetzt nicht, ob direkt Entwickler da vor Ort sind, aber zumindest mal ihren Pressesprecher oder wer da vor Ort ist, mal ruhig fragen, warum sie denn manches im Spiel so und so gemacht haben und nicht andersherum. Und das fände ich mal ganz interessant, so diesen Dialog zu führen. Einfach zum Beispiel mal zu fragen, warum habt ihr die Sniper zum Beispiel so stark gelassen? Das wäre doch eigentlich mal schon recht interessant zu wissen, so denen ihre Sichtweise auch mal zu sehen und nicht nur die Sichtweise, die man selbst immer hat.
Ja, das finde ich auch. Das ist zum Beispiel gut an dem Pressetag, dass es da wirklich auch einen Pressetag gibt, dass man da halt auch mal die Chance hat, ja, wie du sagst, mit den Entwicklern zu sprechen. Aber ich fand, zum Beispiel letztes Jahr war ich auch am Pressetag schon da mit Sirius. Da war es auch schon relativ voll. Also da war es nicht mehr so leer wie die Jahre davor. Sirius meinte auch, es ist schon relativ voll. Er sagt auch, dass jetzt schon immer mehr Leute, die nicht wirklich zur Presse hören oder sonst irgendwie andersweitig, schon an Presseticket kommen. Und so wie die Gamescom am Anfang jetzt am Presstag auch schon immer voller. Ja, ich könnte auch ohne Probleme an den Ausfest kommen und ich habe in keinster Weise irgendwas mit Presse zu tun. Also. Ja, eben. Ja, die werden rausgeschmissen wie warme Semmeln. Quasi jede halbwegs große Internetseite, die mit Gaming zu tun hat, kriegt da gleich so ein paar Stück und die werden dann halt frei verteilt. Und genau, deswegen ist nämlich in den Anführungsstrichen der Messetag oder Pressetag auch nicht mehr das, was er eigentlich mal war. Deswegen ist das da auch nicht mehr so leer und hast auch nicht mehr so die Chancen, Ewigkeiten mit den Typen zu quatschen oder mal eben schnell COD zu spielen oder sonst irgendwas. Das ist auch nicht mehr so einfach. Nee, aber immer noch besser als direkt dann, wenn es losgeht, da rein zu stürmen. Ja, auf jeden Fall. Mord und Totschlag. Ja, auf jeden Fall. Also so am Wochenende, Samstag, Sonntag, meiner Meinung nach kannst du das komplett vergessen. Da kommst du nur noch zentimeterweise nach vorne und es macht dann auch schon gar keinen Spaß mehr, da irgendwas zu machen. Du willst eigentlich nur noch raus. Ja, genau. Jetzt hätte ich aber mal eine Frage. Sind denn an dem Pressetag auch schon die Messe-Babes am Start? Oder kommen die erst für das breite Publikum? Ich glaube nicht. Also vereinzelt, aber nicht alle. Boah, das ist ja ein Skandal. Ja, sonst hätte er sich jetzt direkt ein Ticket besorgt und mir keins mitgenommen. Ey. Da kannst du mit denen ja gleich einen Dialog führen, wenn da so wenige sind. Ja, bei denen kommen bestimmt richtig intelligente Antworten. Pass mal auf. Das ist ja jetzt wohl ein Klischee. Ja, na und, die müssen hier auch mal bedient werden, ne? Ist ja so. Oh. Weil du mit deinem fehlenden Skill bedienst sie noch nicht genug, oder? Oh, Ben, ey, du bist ein Opfi, lass das. auf jeden Fall, bevor wir jetzt so weit abschweifen, hat jemand noch ein Thema am Start oder wollen wir es langsam beenden? Ich denke, ja. Nichts. ich denke, es ist langsam genug des Guten hier. Ja, ich denke mal auch. Ich kann schon mal sagen, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, hier mal wieder auf dem Kanal zu sein. War jetzt ja schon ein bisschen länger her. Wir waren ja erst einmal bei dir, glaube ich, und das war schon ein paar Monate. Ja, da war, glaube ich, ein Gewinnspiel von euch am Start mit dem Black Ops 2 Pass oder so. Ziemlich. Ja, da geht es ja um Gewinnspiele. Echt, ey. Ja, auf jeden Fall, falls euch die Stimmen von den beiden hier angenehm sind, könnt ihr mal auf den Kanal von Dr. Bexy vorbeigucken und einen Gruß von Carpa dalassen und von mir aus, auch wenn ihr so großzügig seid, ein Abo, das freut ihr beiden bestimmt. Mhm. Auf jeden Fall bedanke ich mich, dass ihr beide hier bei mir wart und danke fürs Gameplay und ich verabschiede mich schon mal. Die Schlussworte gönne ich euch beiden. Oh, danke. Ja, danke auch, dass wir bei dir sein durften und immer wieder gerne, Capri. Ja, danke schön. Tschüssi. Tschö. Friendly Hellstorm missile inbound.